dice. 70. So, toy, toy, toy. Toy, toy, toy. Okay, Michael. Nice and neat. Stay out of trouble. Floor it. Green, green, green. Left side. Still there. Hold your line. Clear left. Car left. Still there. Still there. Clear left. On your right. Clear right. Clear left. Ah, wurde abgeschräumt, bin tot. Diese Trottel! Oh nein. Ja, bin tot. Scheiße. Wieso versuchen sie hier in der Schikane zu überholen, wenn sie es das ganze andere Rennen nicht machen? Das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum, was die teilweise in der ersten Runde so aggressiv sind oder ungeduldig sind. Wurde noch kein Rennen gewonnen in der ersten Runde. Korrektur, ich bin nicht tot. Mann, ey. Reifen noch dran? Ja. Farben? Schwer zu beurteilen. Auto fährt sich schrottig. Noch an den kalten Reifen liegen. Ja. Schon wieder 20 Sekunden Rückstand, das ist doch alles. Ich bin gespannt, was du danach dazu sagst. Das war ein absoluter bescheuerter Crash. Und ich konnte nichts tun, ich wurde einfach weggeballert. Ja. Kann ich mir vorstellen, wie es geht. In der Schikane 3 wide, was ist das für eine Drecksidee überhaupt? Wie gesagt, da überholt sonst halt niemand. Warum in der ersten Runde? Das macht alles gar keinen Sinn. Sind alle zu ungeduldig. Also bei manche sind Arschlöcher, manche haben keine. Ja, manche haben keine Erfahrung. Ich würde deswegen jetzt niemanden in die Wand fahren oder irgendwie blöd anmachen. Es war halt einfach dummlich. Das macht man nicht. Man hat ja also Fahrstil vielleicht auch oder einfach Ungeduld. Also meine, wir haben jetzt immer bekannte Namen irgendwie entwickelt, ne? Selten und welche ganz neuen Namen. Naja, aber gut, lass uns mal fahren. Rennen ist mal lang, können wir viele ausfahren. Fast nach Hause, den wolltest du haben, ne? 17th place. That lap was 123.8. I jump with his lap in this session. Okay.
Schneller als die vier vor mir, das ist schon mal gut. Was sagt der Schadentopf? Schadentopf sagt tatsächlich, dass alles in Ordnung sei. Was für mich keinen Sinn ergibt. Du wirst das, wirst dich selbst wundern später. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Das Auto fährt sich komisch. Du fährst aber trotzdem wieder anderthalb Sekunden schneller als ich. Ich möchte aber verteidigen. So, ich muss pushen. Headset die Batteriewarnung. So. Oh nö. Der hält noch aus. Your last lap time was at 123.6. Cool. Hier an der schnellen rechts im Mittelfeld. Right, the guy ahead of us is Patterson. Die fasteste Start von 120.7.
Elf ist Fahrgast P2. You've just done a 123.3. Sector 2 is 1.1. Off the pace. There's an incident in turn 1. You think it might be walloped? Reifen sind jetzt auf Temperatur. Unglaublicher Rejoin. Rückwärts zurück auf die Ideallinie, direkt in front of me. Ich musste über den Rasen ausweichen. Scheiße. Ich kann noch so ein Highlight-Wheel machen. Dann tun ja.
Okay, Michael, you're reading it. Patterson, in. The gap is 1.6. 22.6. Ich bin voran, sehr gut. 23.0 war Meier letzte. Thank you.
Okay, Michael, the next car is Patterson. Yeah.
missed this lap for Kent, 120.5. Junior bitte. Ich hänge die ganze Zeit an den Getriebe. Jetzt habe ich Hoffnung, dass er vielleicht zwei Stops macht. Er will mir so aus dem Weg gehen und hofft, dass er soft 50 Runden fahren kann. Junior in der Bande. Nice. Er ist out. Na, na, na.
Weißt du noch, welche Platzierung ich heute hatte? Rückzettel? Genau, Jacke 12, ich 14 und 15, ne? Der Patterson hinter mir macht richtig Druck, nachdem ich ihn krass überholt habe. Ja, jetzt hast du halt eine freie Luft vor dir. Da bist du jetzt ein bisschen langsamer. Dann hat gepittet auf Rot. Das Titan ist steht in die Wand. Falschansage von Gucci. Dahlen mit Rea. Fährt weiter. Oh Alter, nicht hier.
Kette ist hinter mir. Der Cat kann in den letzten zwei Kurven über eine Sekunde Vorsprung auf mich rausfahren, dass ich nicht DRS kriege. Wie macht der das? Gerade ein Linkbogen. Das ist absolut bizarr. Ja, Turn 1 von jemandem. Oh, du hast Trudeau überholt? Nee, der ist rausgekommen. Also ja, aber nein. Gut in der Box. Thank you.
21.3. That's half distance. The fuel's okay. That's your fastest lap. Ja, gute Zeit. Mediums noch? Nee, die Soften. Watch those lines. Stark. Schon wieder zu viele Inks. Just cut the track. Wie bist du? 12, 11. Zehn. Du hast 10? Mhm. Ja, auch zu viele. Der vierte und fünfte Platzierte sind direkt hinter mir und kommen gerade an mir vorbei. Aber wollen sie anscheinend auch nicht. 21.0 jetzt. Aber die sind anscheinend noch auf alten Reifen, kann das sein? Ist bei denen schon das blaue Symbol? Für die Reifen-Compound-Drechsel. Ja, der eine, der nicht überholt hat, der hat noch die alten Schlappen und der andere, der den jetzt überholt hat, der hat noch. Die fighten deswegen miteinander, verstehe. Okay, dann ist das der Grund. Drin. The track temperature is rising. It's now 29 Celsius.
Starke Runden, Sebastian. Fastest lap for Merchant, 119.3. Und jetzt noch LFX. Hatte ich gesehen, ich habe die 11 blinken sehen auf meiner Map. Achso. Oh, hier haben wir's. 7/10 langsamer wie du, also wie ich sonst auch immer bin. Alles gleich. Motivation, du willst besser sein. Wie bitte? Motivation, du willst der Beste sein. Ja. Ich will der Allerbeste sein. Ich wollte gerade anfangen, genau.
26. Nice. That lap was at 120.6. Good lap. That's your quickest today. Ich vier. Na, Konkurrenz hier. Sind aber nur 4 Zehntel, nicht 7.
Das hat sich aber ausgehaut, Hotlap. Welchen wollen nicht mehr? Doch, doch. Aber ich will sie nicht überstrapazieren, will auch vor allen Dingen keine Inks sammeln. Und dich kriege ich so oder so nicht, es sei denn, du hast noch eine Durchfahrtsstrafe. Ich kann also nur verlieren, wenn ich jetzt mich kaputt pushe. Aber schwitzt du eigentlich auch so? Weil mir läuft die Suppe nur so runter. Ich hab hier einen Lüfter direkt auf mein Gesicht gerichtet. Ich hab einen Lüfter direkt auf mein Gesicht gerichtet. Ob das so gesund ist? Bestimmt nicht, aber auf jeden Fall kommt mir so der Schweiß nicht in die Augen. Aber mein Körper ist tief durch eine Tür. Du noch Chancen nach vorne? Nicht wirklich. PNA vor mir und wir fahren fast die ganze Zeit. Jetzt 5 Sekunden vor mir. Das waren 20, mal 6, aber. Dass du die 20 ja so krass halten kannst. Da wäre mein Rennen fast vorbei gewesen, gerade kurz vor der schnellen Schikane. Gott sei Dank ist das abfahren können. Ja. Einfach nicht abfliegen, wäre schon gut. Ja. Aber du hast nicht DRS oder so, ne? Nee.
Oh, Patterson hinter mir pittet nochmal. Vielleicht um hier aus dem Weg zu gehen. Nur ich nochmal in der Box. Wollert fährt so ein Scheißrennen, ist halt auch auf 14. So krass. Ja, das verstehe ich auch nicht irgendwie. Ja, alle anderen sind halt ausgefallen. Die haben auch alle um anderen so schneller als wir. Und meine Pace ist jetzt nicht so schlecht für meinen eigenen Standard, würde ich sagen. Aber du bist doch, wenn du jetzt PC oder so kriegst, das wäre doch super. Ja, ja, schon. Trotzdem sind halt 10 schneller geformt, wo ich keinen Morgen sehe. Ja. Finde ich im Topf aber echt vertretbar. Wenn halt auch keiner ausfällt, normalerweise fallen ja noch ein, zwei Leute aus. Das wäre dann für uns super. Punktemäßig, ja. Aber gerade fightet auch so fast niemand. Ich gegen die Incidents, aber ansonsten. Ja, ich auch schon ungefähr. Ein paar zwei Stopper sind jetzt nicht rum, einer vor mir, einer hinter mir. Oh, was mit Povedano? Das waren, das sind zwei Stoffe. Das
siehst du, dann kannst du doch noch einen in der Tasche stecken. Nein, das ist der Füller, jetzt ist es gleich mit dem neuen Reifen. Okay. Also wenn die Reifen warm sind, dann ist das tatsächlich okay. Alter. Oh nein, Pedersen. Ich bin mal wieder eine 20.8 gefahren. Juhu. Nice. Markdown fährt in 19.9. There's an incident in turn 14. Looks like it's well out. Heute kostet der Wallach. Ich fahr da vorne einfach eine andere Liga nochmal zu mir. Die komplett Top 10 sind eine Sekunde schneller als ich. Schön zu Ende fahren, das sind gute Punkte. Ja. Die einzigen beiden, die mit fliegen, damit sind die ganz hinten zusammen. Der überrundet, ne? Ja. There's an incident to
9 looks like wallet. Macht mich wahnsinnig. The track temperature is decreasing. It's now 27 Celsius. Gerade ist Povedano aber langsam. Finde ich gut, ja, also dann habe ich doch noch Chancen. Ach, alter Junge. Ja, ich will einen Weltrekord aufstellen für die meisten Incidents und trotzdem beendet. Ja. Irgendwann wieder doch disqualifiziert, dachte ich. Also. Eigentlich schon. Nach 25? Nee, nach 32 oder 30.
right side. Right side clear. Jetzt hat das endgültig geschrottet. Time was 121.2. Fastest lap for Ulrich, 118.7. Geht bei euch? Nur zu Ende fahren. Weil du mit Povedano gerade mit 22 gefahren bist? Achso, ich wollte mich nicht mit dem Endspurt anlegen, hab denn die 1 und 2 durchgelassen. Das ging jetzt aber schnell. Das Rennen ist jetzt tatsächlich die letzten 20 Runden verflogen, habe ich das Gefühl. Krass.
Ende kann ich früh genug kommen. Sind sie denn mein hinter Incidence. Mir? Das ist P8, P7, P7 fällt zurück. Oh. Fährt weiter. So ein Mist. Wetten, ich krieg einen Punkt weniger als Jacke. Two laps left. Du bist 12. oder? Ja. Povedano, der seinen Shit nicht zusammengekriegt, ansonsten wären wir wieder schön im Dualflug durchs Ziel gegangen. Richtig. Obwohl wir halt komplett unterschiedliche Rennen gefahren sind. Ich denke mal, mein Anfangscrash waren schon so 15 Sekunden, mindestens, und dann halt auch schlechter angefangen. Aber du hättest trotzdem 20, 30 Sekunden rausgefahren. Ja, meine Runden waren halt schneller. Ansonsten rufst du eigentlich gleich auf, wenn du das noch wie deine Rundzeiten konstant hinkriegst. Ich hatte ja jetzt eh einen krassen Schutzengel. Du kannst ja, also wir können es gleich nochmal zusammen angucken. Dieser Crash, dass ich halt null Schaden davon trage, ist absolut bizarr. Mhm. Wo es manchmal eben so schnell geht. Einer ist in mich reingerutscht und dadurch bin ich nur in wen reingefahren. Ich habe gar keinen Schaden, null, und es war nicht nichts. Manche Sachen sind so wirklich inkonsistent. Und heute Mittag hatte ich ja auch die Crashes, da habe ich dann Schaden in der Mitte, an der Seite und an den Reifen und den Frontflügel verloren. Genau. Ging's bei dir am Ende? 15. Oh, auch knapp nochmal. Junge, Junge. Ich bin bei 12 geblieben. Ja, das ist mir wieder Muffensausen gehabt hier am Ende. Bloß nichts kaputt machen. Bloß nicht drehen. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Wo bist du? In dem Mittelteil. Ja, 38 Sekunden vor mir. Magst du warten? Ja. Opti bei dir? Uff, sehe ich nicht. Warte. 19,7. 19,7. Ja, das kommt doch genau hin. Meine ist 20,0. Das heißt, das sind die 3 Zehntel, die wir auch bei den schnellsten Runden unterschiedlich haben, ne? Ja, genau. Kommt angeflogen. Oh, nicht, dass du gebeatscht bist, du. Nicht ganz. Du bist ja eigentlich permanent auf Mediums. Ja, genau. Auch ein netter visueller Trick. Ich sollte sie auf Rot machen, damit die Leute denken, ich bin immer auf Rot. Ja, ist echt ein visueller Trick, richtig krass. Also, ich finde es immer ein bisschen irritierend, weil man sieht dann wirklich nicht, mit welchem Reifen der andere ist. Aber so sollte man vielleicht die Farbe haben, die wir auch beim Bot haben, wenn unser Ergebnis dargestellt wird. Na, ja, das wäre auch eine schöne Idee, stimmt. Dass der andere vielleicht auf Orange stellt.
damit die Zuschauer gemäß unserer iRacing-Aktivität die Farben zusammen durch den Boxenkasten. Nee, du bist vor mir, deswegen will ich, dass du vor mir durchs Ziel fährst. Durchs Pit ziehe. Ja, herzlichen Glückwunsch, bin mal gespannt. Das dürften bei dir dann ja jetzt diesmal mindestens 120 Punkte sein, oder? Obwohl, nee, ein bisschen weniger, ne? Egal, lass uns erstmal zusammen, auf die Highlights gucken. Lowlights oder Highlights, wie man will. Runde 1, willst du im Discord gucken oder im... Ich kann im Discord gucken, dann haben wir dasselbe. Bitte sehr. Ich danke dir. Hier sehen wir den Start. Oh, da werde ich wieder getriggert, weil wir nicht in den Boxendingern drin stehen. Ja, da ist iRacing nicht realistisch. Ja, ein konservativer Start. Mhm. Aber war eigentlich egal. Guck mal, ich war genau da, wo ich hingehörte. Da vorne bist du gerade. Genau. Hier hatte ich Schiss, dass links einer war, aber habe deswegen viel zu viel Abstand gelassen. Aber alles gut. Man weiß ja nie, wie der Netcode ist und wer da gerade ist, so in dem Getümmel. So, und jetzt wird's. Puh. Oder gut, dass du da innen geblieben bist. Ja. Bums. Und kein Schaden. Da wärst du doch, nach dem Crash hättest du doch auch gesagt, okay, ich bin raus. Also mindestens Frontflügel weg, hätte ich gedacht. Und vielleicht Heckflügel auch noch. Nochmal im Cockpit. Aber da konntest du nichts für, der war langsam vor dir. Nee, überhaupt. Und konnte ich überhaupt nichts für. Ja. Ich konnte halt auch nirgends hin. Ich wurde, und von hinten wurde ich dann ja abgeräumt. Genau, und der andere dachte halt nicht, dass du so langsam wirst. Oder ja. Hier links lasse ich auch noch Platz. Ich weiß, dass Kacke ist. Wo soll ich jetzt hin? Was soll ich da machen? Nix. So, ich fahre nirgends rein und dann werde ich weggeräumt. Ja. Das war's. Da bist du dann einfach. Da bist du dann einfach mitten im Nirgendwo. Du bist nur Zuschauer, da kannst du nichts machen. Mhm. So, wir gucken nochmal hier von dem, der mir dann reinräumt. Also das Allerhöchste, was du halt machen hättest können, ist, wenn, also sieht man, da guckt man halt in der Regel nicht hin, wenn du halt siehst, dass der vorher dir, der Bunte sich... Oh Gott! Oh, wer war das? Georgiev! Der ist am Ende vor... Nee, war nicht vor mir. Der ist rausgeflogen. Ja. Da wundert mich auch nicht bei dem Bremsen. Wie wollte er denn bremsen? Nee, er ist ja, der Blaue war langsam und er wollte dann den Blauen ausweichen. Ja, und hat mich dann aber weggedödelt. Alter, dass ich gar nichts... Hinten müsste der Flügel oder die Reifen sonst kaputt sein. Ja. Ey, das ist echt ein mega Schutzengel. Ja. Oh, sehr realistisch, wie ich wieder auf die Strecke komme, finde ich. Aber wo du geschrien hast, dass du tot bist, dachte ich, dass dein Reifen weg ist. Ja, es hat sich für mich auch so angefühlt. Das war aber das, der Frontflügel, über den ich rüberfahre. Das, warum es sich so komisch angefühlt hat. Pass auf. Bombs, Bombs. So, pass auf. Jetzt bin ich A, hier in der Kuhle. Und jetzt fahre ich über ein paar Sachen erst da so rüber und dann noch über das Teil. Und dann dachte ich so, ja. Mit meiner Aufhängung stimmt irgendwas überhaupt nicht. Als ob da ein bisschen Teile zwischen dem Rad und der Verkleidung noch kleben. Eieiei. So, gab es sonst noch was? Da war ein schöner 180. Mhm. Also da war wirklich der Schutzengel auf deiner Seite. Sonst hat man ja eben... richtig blöde Vorfälle, wo man dann gleich Flügel verliert wegen nichts.
Genau, die gelben Felgen bist du, ne? Ja. Oh, was war das? Tschüss. Bom. Auch wieder heile. Ja, das war ein Indestructible Race. Solange wie der Wallard überlebt hat, würde mich das nicht wundern. Irgendein Bug permanent gefixt. Ey, dann müssen wir gleich mal gucken, was der Wallard für Incidents hat. Ja. Oder bist du, ne? Das bin ich, ja. Mhm. Hui! Das sah gut cool aus. Ah, da komm ich. Der Wallard müsste jetzt hier bei den Crescents ja eigentlich ständig sein. Das ist jetzt Dahlen. Das ist Alishi Nielsen. Stimmt, das war ja der sich gedreht hat, oder? Ah, ne, doch nicht. Das ist wir sind in Runde 2 erst. Merchant hat das Rennen gestreamt. Ja, dann war nicht Dritter geworden. Sein. Gab doch mal eine Taste für Next Highlight oder so, ne? Ja, genau. Genau, Next Incident, Next Highlight, irgendwie sowas. Das sind alles jetzt Incidents, ne? Also Off-Tracks. Mhm. Oh. Ach ja, stimmt, das war nach der Ende. Das ist irgendwie bei mir kaputt, diese Funktion. Ich finde jedenfalls, sie funktioniert nicht so, wie sie beworben wird. Jetzt permanent die Off-Tracks zu sehen, ist halt nicht so geil. Nee. Okay, na dann gucken wir mal, was es gebracht hat. Achso, erstmal wollte ich gucken, was meine Reifen waren. 49 diesmal, obwohl ich genauso lang gefahren bin wie heute Mittag. Also viel besser als den roten jetzt. 52, sagen meine Reifen. Oh, noch besser. So, Bildschirmaufnahme. Bums. Bums. Du hast bekommen 113 Punkte und ich habe eine Frechheit von 92 Punkten bekommen. Ein Punkt mehr für die Leistung jetzt. Das war doch auch 3400 und ich bin auch P12. Also gut, dass ich vor dem Vorvertrauen gewesen bin, sonst hätte ich weder weniger Punkte als die Jacke gesagt. Für einen, der sich gar nicht angestrengt hat und einfach nur mitgefahren ist. Ey. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Aber wo man hätte ja, sein müssen, ne? Das kriegst du halt echt. Also ich krieg das nie hin. Neu sind die Flaggen hier, ne? Genau, das ist alles neu. Und auch, dass er auch genau anzeigt, aus welchem Land die kommt. Ja. Na gut. Ja, wie sieht das in der Serie aus? Wie sieht es in der Serie aus? Wo steht das nochmal? Wie geht das nochmal? Links bei Results. Genau. Series Standings. Die ernsthaften Standings. Platz 31 in der Welt. Auf Platz 21 ist Sebastian mit 1377 Punkten. Da ist auch so, auch sogar schon Dings drin hier, Ungarn. Mhm. Dann komme ich auf 31, 1226. Dann kommt Martin Jagger mit einem Rennen weniger und 1191. Das heißt, er braucht nur 35 Punkte, um mich in dem einen Rennen zu überholen. Ja, und André hat jetzt auch schon ein Rennen dahinter, aber ja, der müsste schon ein ganz gutes Rennen haben, nämlich 120 Punkte. Wer denn überhaupt dann mitfährt? Na klar, der wird schon wieder kommen. So der aktuelle Stand. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.